euch im verschneiten Solingen, im Botanischen Garten. Und ich habe ein kleines Video für euch vorbereitet. Das habe ich mir auf so einen kleinen Zettel hier geschrieben. Und zwar soll es heute um ein kleines Update gehen. Und ich brauche eure Mithilfe. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei seid. Und los geht's. Erstens möchte ich euch ein kleines Update geben, was die Treppenwanderung angeht. Die habe ich vor einigen Tagen erledigt. Die ist im Schnitt und wird wahrscheinlich in der nächsten Woche ja online kommen. Jetzt gestern ging ja ein Video online, wie ich von Solingen nach Wuppertal wieder gelaufen bin über eine andere Strecke. Also wie gesagt, geduldet euch da noch einen kleinen Moment. Die kommt auf jeden Fall nächste Woche. Also der Grobschnitt ist fertig. Die Vertonung, da habe ich erst eine Treppe gemacht. Und dann kommt dann noch die Musik und sowas alles. Also ich möchte mir da auch Zeit lassen, weil das ein Herzensprojekt ist. Und von daher bleibt auf jeden Fall dabei. Und das kommt auf jeden Fall. Was ich ganz toll finde im Botanischen Garten, der gerade an der Ameise auch gesehen, sind diese Metallfiguren. Ich weiß gar nicht, ob das, was ist das? Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber das finde ich ganz toll. Da oben gibt es, glaube ich, auch noch einen Schmetterling. Da können wir mal hingehen. Und ja, dann geht es jetzt gleich weiter mit so generellen Dingen, ob ihr Interesse an so Videos habt oder macht auch gerne mal eigene Vorschläge, was ich euch mal zeigen soll, was ich euch mal erklären soll. Und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal zum Schmetterling. Im Hintergrund könnt ihr den Schmetterling sehen, der ist leider auch zugeschneit. Was willst du machen? Hätte ich mal denken können, aber so ist das. Nun zum zweiten Thema, und zwar würde mich mal interessieren, was für Videos euch interessieren. Was ich mir so vorstellen kann, ist beispielsweise so, dass ich meine Ausrüstung so ein bisschen vorstelle, gerade was dieses Thema Selfie-Stick, Mikrofon etc. pp. Angeht. Wenn euch das interessiert oder wenn ihr andere Videovorschläge habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was ich mir auf jeden Fall auch überlegt habe, ist, ob ich nicht mal ein Video mache zum Videoschnitt, wie ich das mache. Ich habe da ein neues Programm entdeckt, zwar nennt sich das Shortcut. Das läuft am PC, normalerweise bearbeite ich oder schneide ich die Videos alle am Handy, entweder mit InShot oder mit Adobe Rush. Das kommt so ein bisschen drauf an, da tüftle ich gerade noch ein bisschen. Aber die Treppenwanderung ist auf jeden Fall mit Shortcut geschnitten am Rechner, weil ich da, was die Qualität angeht, sehr viel mehr Einstellungsmöglichkeiten habe, glaube ich. Und ich glaube auch, dass sich das auf die Bildqualität auswirken wird. Von daher, wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob euch sowas interessiert. Noch mal ein paar Tipps zu geben, so Videoideen technisch, beispielsweise 5 Dinge, die ich beim Wandern immer dabei habe, oder vielleicht habt ihr auch Interesse daran, dass ich, was weiß ich, vielleicht den Rucksack vorstelle, oder das Kanu wollte ich ja sowieso vorstellen, das ist definitiv auch auf meiner Liste. Also schreibt das, wie gesagt, gerne alles in die Kommentare, und nicht, dass ich nicht genug Videoideen hätte, aber ich möchte auch euch einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, dass das für alle interessant sein kann. Wie ihr seht, habe ich den Botanischen Garten mittlerweile verlassen. Damit neigt sich dieses Video dem Ende zu.
Ich habe trotzdem noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich ja im letzten Jahr für den Megamarsch ein Equipment-Video gedreht und habe dazu tatsächlich auch ein Outtake-Video gemacht. Und ehrlich gesagt habe ich bis jetzt noch nicht die Eier in der Hose gehabt, das zu veröffentlichen. Aber ich glaube, das werde ich nach diesem Video machen. Outtakes gehören halt dazu. Die gibt es im Prinzip in jedem Video. Nur die alle jetzt durchzugucken und so weiter, das ist ein Heidenaufwand. Aber bei diesem Megamarsch-Equipment-Video habe ich es tatsächlich gemacht. Also wird das Outtake-Video nach diesem Video online gehen. Und ich hoffe, dass bis heute Nachmittag der Schnee liegen bleibt, dass ich schön Schlitten fahren gehen kann, wie ich das immer mal wieder angekündigt hatte. Falls es dazu kommt, werde ich jetzt im Anschluss daran einige Actioncam-Aufnahmen einblenden. Falls nicht, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao. Thank you.